Das Stadtbad Schwarzsee ist jeden Donnerstag um 18 Uhr Ausgangspunkt für Gerti Ritter und ihren Helfern, wenn es darum geht, dem Springkraut den Garaus zu machen. Springkraut ist in den letzten Jahren an heimischen Bächern und Feuchtwiesen zunehmend zu beobachten. Als Eindringling ist das drüsige Springkraut überaus erfolgreich. Es wächst sehr schnell und verdrängt andere heimische Arten aggressiv aus ihrem Lebensraum. Traudi, was hat es denn mit diesem Springkraut auf sich? Warum muss das weg? Weil das die Fauna und die Flora von Schwarzsee beeinträchtigt. Also das verdrängt die anderen Pflanzen und Tiere. Und seit wann wuchert es jetzt so extrem hier am Schwarzsee? Ja, also ich mache das jetzt das dritte Jahr und habe im voriges Jahr die Ausstellung gemacht für den Schwarzsee, mitgemacht mit den Vögeln. Und da hat mir eben der Magister Neuner nahegelegt, dass ich das schauen soll, dass man das da bekämpfen, weil es eben immer mehr auf den Schwarzsee zukommt und das nicht gut ist. Also der Schwarzsee wird so quasi überwuchert von diesem Springkraut. Ist es denn giftig auch? Muss man sich da Gedanken, Sorgen machen? Nein, giftig ist nicht. Die Pflanze ist einjährig, ist ein Flachwurzel. Und man darf halt nicht verpassen, früh genug das auszureißen, bevor die Samen springen. Du hast ja ordentliche Hilfe mitgebracht, um heute dieses Springkraut hier am Schwarzsee zumindest einmal auszureißen. Wer ist denn alle mit dabei? Ja, heute habe ich mal die Bergwacht gekriegt, haben ein paar starke Männer. Sonst, letzte Woche waren die Reisch, Susanne, die Lorenz. Die Vorderwoche waren nur ein paar mehr. Also es finden sich schon ab und zu welche, die mir helfen. Und ich glaube, dass die Leute mehr bewusst wird. Weil man sieht, letztens bin ich am Limberg gegangen und da habe ich auch schon gesehen, dass dort und da ausgerissen war. Ja, man findet das Ganze nicht nur hier am Schwarzsee, sondern teilweise auch in den heimischen Gärten. Was mache ich denn jetzt, wenn ich bemerke, bei mir fängt jetzt dieses Springkraut an zu wuchern? Sofort ausreißen. Sofort ausreißen und schauen, weil in ein paar Jahren schwindet es. Und wir haben auch schon einen Erfolg von für die letzten zwei Jahre, dass wir schon ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Du hast gesagt, es ist eine einjährige Pflanze. Würde es dann nicht reichen, wenn man es einfach abschneidet? Ja, abschneiden ist auch gut, aber irgendwie treibt es ja doch dann noch nach. Am besten es ausreißen und ordentlich entsorgen. Also Unterstützung ist gefragt. Wo kann man sich denn melden, wenn man mithelfen will, gegen dieses Springkraut anzukämpfen? Entweder meldet man sich bei mir, oder wir gehen jeden Donnerstag um 18 Uhr, dass wir uns treffen am Stadtbad Schwarzsee. Und wir hoffen natürlich, dass am nächsten Donnerstag dann noch mehr Leute hier mit dabei sind als heute und dich tatkräftig unterstützen. Danke.